Moin Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars The Old Republic. Und wie es aussieht, haben wir den richtigen Weg gefehlt. Also ich musste nicht viel weiterlaufen, da habe ich gesehen, wir sind doch richtig, weil dann hat sich hier das Gebiet noch ein bisschen aufgedeckt, hier so ein bisschen. Und dadurch weiß ich, wir sind hier richtig. Wir sind jetzt beim Revanita-Lager. Und deswegen werden wir jetzt mal schauen, was die zu erzählen haben. Die Leute hier. Es steht hier halbe neben drinne. Habt ihr euch im Dschungel verirrt? Das tut mir leid für euch. Aber wir können nicht helfen. Wir haben weder Nahrung noch Wasser für euch. Hier gibt es nichts für euch. Und Fremde sind hier nicht willkommen. Geht lieber wieder fort. Man hat mir dieses Zeichen gegeben. Sagt euch das was? Ich bin nicht sicher. Ihr habt also das Zeichen. Wer immer euch hergeschickt hat, scheint euch sehr zu vertrauen. Willkommen beim Revan-Orden, Anwärter. Willkommen in eurem neuen Leben. Wo sind wir hier? Dies hier ist unsere Zuflucht. Erbaut vom Meister und beschützt von den Getreuen. Hier lassen wir unsere Pflichten dem Imperium gegenüber zurück. Hier führt uns der Meister in die Mysterien von Revan ein, der als Jedi begann und zum Sith wurde. Und dann noch mehr. Warum sollte ein Jedi zu den Sith überlaufen? Und was meint ihr mit dann noch mehr? Als Jedi war Revan ein Krieger, der ganze Armeen schlug. Als Sith war Revan ein Lehrer, der 1000 dunkle Schüler ausbildete. Schließlich wandten sich sowohl Jedi als auch Sith gegen Revan. Aber er wurde nicht vernichtet, sondern wiedergeboren. Was heißt das, wiedergeboren? Was passierte zum Schluss mit Revan? Sie nahmen Revan seinen Einfluss, sein Leben, seine Erinnerung und ließen ihn verfaulen. Und doch erlernte er die Wege der Macht von Neuem. Der wiedergeborene Revan zerstörte Jedi und Sith und kam nach Drom und Kaas. Obwohl Revans Leben hier endete, hat der Meister es erhalten, damit wir davon lernen können. Wenn Revan ein Zerstörer war, will ich eure Lehren studieren. Revan hat die helle wie die dunkle Seite gemeistert. Krieg und Frieden. Wir wollen denselben Weg beschreiten. Nehmt teil an unseren Ritualen. Beschreitet Revans Pfad zur Größe. Verdient euch das Recht, uns beizutreten. Dann freue ich mich aufs Lernen. Um euch herum sind eure neuen Lehrer. Revanita, die ihr Leben damit verbringen, die Werke von Darth Revan zu rekonstruieren. Sprecht mit ihnen. Erfüllt die Aufgaben, die man euch zuweist. Dann kehrt zu mir zurück. Und der Meister wird euch die letzten Lektionen erteilen. Ich mag die Revanita. Irgendwie. Ich weiß nicht, ich kann es auch nicht wirklich erklären, ich mag das einfach, dieses Geschichtliche, ich mag ja Geschichte generell und auch wie die das erzählen, finde ich sehr schön. Kommt her, kommt näher. Ihr gehört zu den Anwärtern, die unserem Orden beitreten wollen. Das ist gut. Aber sagt mir eines, ihr seid wegen des Revan-Ordens hier. Seid ihr bereit für uns zu sterben? Wenn der Orden es von mir verlangt. Ihr seid sehr eifrig. Aber nicht sehr klug. Denkt gut nach, denn jeder Revanita muss sich einer Todesprüfung unterziehen. So wie auch Revan durch die Hände der Sith und Jedi starb. Der Tod hat Revan erlöst, ihn von allen Schwüren und Versprechen entbunden und seine Wiedergeburt ermöglicht. Wird er auch euch von der Vergangenheit befreien? Meine Vergangenheit bindet mich nicht. Meine Ketten sind bereits gesprengt. Dann habt ihr nichts zu fürchten. Vor uns liegt ein Pfad. Unter diesem Pfad liegt eine Höhle. Und die ist Darth Revan gewidmet. Anwärter fallen auf dem Pfad oder werden von den Schrecken in der Höhle zerrissen. Aber wer das Ende erreicht, wird wiedergeboren. Neu erschaffen. Ich muss mehr darüber erfahren. Geht nur. Ihr werdet schon sehen. Der Pfad ist hier. Die Höhle ist eine andere Sache. Je schwieriger, desto besser. Denkt daran. Es geht nicht ums Überleben. Vertraut dem Weg von Darth Revan. Wir haben nichts mehr zu besprechen.
Geht nun und kommt wieder, wenn ihr das Ende der Höhle erreicht habt. Machen wir. Werden uns auf direktem Wege dorthin bewegen. Direkten Wege dorthin bewegen. Klingt irgendwie merkwürdig. Aber es ist true. So damn true. Möge die Macht mit mir sein. Und sie wird mit mir sein. Das weiß ich. Das fühle ich. Hier ist nochmal so ein Ding. Schwupps. Alles mitnehmen. Ich wollte mal gucken eigentlich. Zündfertigung, genau. Ich kann hier also Sachen herstellen. Nilitfaserlösung. Mhm. Archäologie und das hier ist. Ach, die Unterweltmetalle, genau. Die Metalle, die kann ich ja auch sammeln. Hier sind so Druiden. Oh, ist gar nicht gut. Schon besser. Ein Sack. Grünes Item hat er gedroppt. Hä? Ja. Ja? Ach, hier. Ich muss sagen. Was habe ich denn bekommen? Ah, schon wieder so ein Gefährtengeschenk. Cool. Gut, dann müssen wir uns wohl hier durchkloppen. Durch diesen. Den Rest des Dummes. Ist weg. Ihr könnt euch meiner Macht nicht in den Weg stellen. Wir dringen tiefer in die Höhle hinein. Klingt irgendwie pervers. Warum ich nicht? Oder wie der zuhaut. Ich wüsste ja gern, ob ich noch diesen Schwert. Ein beeindruckendes, geheimnisvolles Schreindings da. Ob ich noch so Schwertwurf bekomme und dieses Machtwürgen und so, da bin ich echt mega gespannt drauf. Das fehlt mir nämlich beim Sith-Hexer, fehlt mir das. Ich weiß nicht, wieso ich das da nicht habe, weil als da bin ich ja ein Machtanwender. Ja, da müsste ich das doch eigentlich können, aber geht leider nicht. Ich mag seine Robe und seinen Gürtel. Aua. Irgendwie hat es mich zerlegt. Diese Schmerzen. Unfassbar. Wo bin ich? Ich bin wieder im Revanita-Lager. Nachdem Revan mich getötet hat, keine Ahnung, bewusstlos gemacht hat. Ihr seid zurück, tropfnass vom Blut aus dem Mutterleib. Ihr seid wiedergeboren. Euer altes Leben, alles, was ihr einmal wart, liegt in dieser Höhle begraben. Was war das für ein seltsamer Ort? Darth Revans Schrein. Jedes Stück von Revans Leben, das wir zusammentragen konnten, ist in dieser Höhle. Es ist das Letzte, was Anwärter sehen, bevor sie sterben. Wie fühlt es sich an? Keine Verpflichtungen mehr? Unbelastet von der Vergangenheit? Wie ist es, wenn die Welt einem neu geschenkt wird? So, als hätte ich noch nie getötet. Ihr habt es gut gemacht.
Ich bin stolz, dass ihr euer neues Leben als Revaniter begonnen und die Loyalität zu uns über alles gesetzt habt. Diese Gabe soll euch in eurem neuen Leben leiten. Sie wird euch daran erinnern, was ihr nun seid. Geht jetzt. Möge die Macht euch Stärke verleihen. Was habe ich bekommen? Ein Gürtel. Und das ist ein bisschen besser mit als meiner. Mit uns legt sich besser niemand an. Viel, aber ein bisschen. Jetzt müssen wir hier Ladra. Kommt her. Sprecht mit mir. Wir alle sind Schüler Darth Revans. Und ich genieße die Gesellschaft von neuen Mitgliedern. Ich erinnere mich an die Zeit, in der ich wie ihr war. Ich erinnere mich an meine Prüfungen und die Freude, mit der ich im Namen des Meisters tötete. Ihr habt so viel Glück. Mit absoluter Sicherheit. Gut. Auch wenn ihr die Prüfungen nicht besteht, seid froh, dass ihr teilnehmen durftet. Ich bin Ladra. Einst war ich persönliche Attentäterin eines Sith-Lords. Und nun bin ich die reine Beschützerin des Meisters und seiner Schüler. Ich denke stets an Revans Lehren, wenn ich Eindringlinge und Ketzer hinrichte. Doch ich leite auch neue Mitglieder an und helfe bei der Festlegung ihrer Prüfungen. Eure Weisheit muss groß sein, Ladra. Wollt ihr sie teilen? Natürlich will ich das. So ehre ich den Meister. Jede Initiation bei den Anhängern Revans enthält auch eine Prüfung der Vergangenheit. Ein Ritual, das das neue Mitglied an Revan binden soll. Euer Ritual wird etwas ganz Besonderes. Ihr werdet die Maske von Darth Revan suchen. Er trug sie, nachdem er ein Sith geworden war. Sie ist ein mächtiges Symbol seiner Großartigkeit. Lange verloren geglaubt. Ich bin geschickter im Zerstören als in der Schatzsuche. Zerstörung soll es auch geben. Das verspreche ich. Die Maske befindet sich in einer Antiquitätensammlung meines früheren Lehrers, des Sith-Lords Gratan. Sie muss vor diesem Ketzer beschützt werden. Gerettet werden in einem Regen aus Blut und Tod. Ich kann's kaum erwarten, Schmerz zuzufügen. Sprecht mit Torun, unserem Verwalter. Er weist euch in die spirituellen Dinge ein, die ihr wissen müsst. Und sagt euch, wo die Maske ist. Wenn eure Reise beendet ist, bringt die Maske zu mir. Viel Glück. Genießt den Frieden, den es bedeutet, dem Meister zu dienen. Machen wir. Wett kam gerade irgendwie vom Baum gesprungen oder so. Hier haben wir Torun, mit dem werden wir jetzt auch reden. Was haben wir denn hier? Ich hatte keinen Besuch von Anwärtern erwartet. Doch verweilt ruhig und sprecht mit mir. Ich bin Torun, treuer Diener des Meisters und Schüler von Revan. Was kann ich für euch tun? Ladra bat mich, mit euch zu sprechen. Ich hätte es wissen müssen. Ich soll euch rituell darauf vorbereiten, Revans Maske zu suchen. Das ist nicht nötig. Ladra gehört den Revanitern an. Sie ist besessen von dieser Maske. Angeblich spricht die Maske mit ihr. Ladra will, dass die Maske alles darstellt, was Revan jemals war. Aber er war nicht einfach nur ein Sith. Bevor er wiedergeboren wurde, war er ein Sith und ein Jedi. Nun bin ich wirklich neugierig. Gut, das hatte ich gehofft. Es ist verführerisch, in materiellen Dingen nach Antworten zu suchen. Ladra will mit der Maske zeigen, dass Reva nur der dunklen Seite angehörte. Ich will nicht, dass diese Maske der Mittelpunkt unseres Ordens wird. Bringt sie mir. Ich werde sie bei einigen gleichgesinnten Gelehrten sicher aufbewahren. Ich weiß nicht, ob ich gerne einen überzeugten Sith gegen mich habe. Sie muss nichts davon wissen. Ich bin sicher, dass Ladra euch eine große Summe für die Maske versprochen hat. Die kann ich nicht überbieten. Aber ich kann euch versprechen, dass eure Initiation gut vorangehen wird. Werdet ihr mir helfen, den wahren Revan zu bewahren? Oder lasst ihr zu, dass Ladra alles mit einer Sith-Reliquie überschattet? Ich wette, die Maske würde mir gut stehen. Ich bezweifle, dass ihr Zustand zulässt, dass man sie tragen kann. Aber es wäre immer noch besser, als sie Ladra zu geben. Ich muss euch nicht bitten, vorsichtig zu sein, aber möge die Macht mit euch sein.
Möge sie euch stark machen und eure Wiederkehr anleiten. Schaffen wir schon. Ja, wie gesagt, mal wieder so eine Sache von wegen Verrat und so. Bloß diesmal, das ist so eine Sache. Wen wir verraten. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich... Ich glaube, hier ist eine Mauer. Das heißt, ich muss jetzt hier so durch. Glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich werde es aber dennoch versuchen und mal schauen. Ansonsten habe ich mich umsonst dahin teleportiert. Oder abholen lassen. Whatever. So. Dann gehen wir mal hier rein. Achso, da kann ich jetzt zur imperialen Flotte reisen. Da jetzt rein. Habe ich so ein Gefühl. Genau. Ah, jetzt haben wir das Gebiet auch entdeckt. Ja, perfekt. Spur der Verwüstung. Zentraler Komplex, die Maske von Rö. Ich glaube, wir gehen erstmal geradeaus und dann gehen wir rechts rein. Lustig ist, hier sind alle Gegner tot. Das heißt, es war gerade erst ein anderer Spieler vor mir hier. Ja, da vorne steht er. Und boom! Und boom. Der ist Matsch. Ach, hier sind so Kämpfe. Ich habe ein neues Lichtschwert gerade bekommen. Leider in Blau. Was habe ich jetzt eigentlich erstellt? Ich habe jetzt eine Rot. Erfordert Hell 1 oder höher. Kann ich das? Achso, sie hat ja Blaster. Genau, sie hat ja kein Lichtschwert. Das Laserschwert bringt mir also überhaupt nichts. Weil es erfordert halt Hell 1. Und ich bin aber Dunkel 1. Weil ich bin ja böse. Ja. Attacke. Zack. Ist weg. Ist auch weg. So. Das hat funktioniert. Jetzt gehen wir nach da oben die Stadt machen. Level 19 erreicht. Und hier hängt's gerade. Guck mal hier, wenn wir den hier. Ja, diese Attacke macht so viel Schaden, das ist unfassbar. Das ging schnell. Ich finde, die haben das richtig schön gemacht hier mit den Raumschiffen und die ganzen Knöpfe und so. Und diese ganzen Displays und so. Echt cool. Oh, hier geht ziemlich tief runter. Na, kommst du wieder hoch oder nicht? Ich würde sagen, das ist der perfekte Moment, perfekte Moment, um die Folge zu beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es hier weitergeht. Also haut rein, Leute. Ciao.